Die nächsten Monate bei Sturm der Liebe versprechen, ereignisreich zu werden. Denn wie die Vorschaubilder der ARD zeigen, können sich die Fans sowohl auf eine Hochzeit als auch auf eine Verlobung freuen. Wobei freuen bei einem der Events wohl eher nicht das passende Wort ist. Fangen wir an mit der überraschenden Verlobung. Henning und Shirin wollen ihr Liebesglück besiegeln. Die beiden genießen ihre Beziehung und wollen sich nach nur kurzer Romanze schon das Ja-Wort geben. Davon sind einige Charaktere allerdings nicht begeistert. Allen voran Gary. Er ist immer noch in Shirin verliebt und beginnt zu begreifen, dass er wohl nie mit ihr glücklich werden wird. Aber auch Hennings Eltern aus gutem Hause haben nicht viel für die Freundin ihres Sohnes übrig. Schließlich stammen Shirin und Henning aus verschiedenen Kreisen, weshalb seine Familie die Liaison nicht gutheißt. Das wird auch deutlich, als Henning von seinen Eltern am Fürstenhof besucht wird. Denn um die Hochzeit ihres Sohnes zu verhindern, lassen sich die beiden einiges einfallen. Eine weitere Hochzeit, die nicht bei allen gut ankommt, ist die von Ariane und Robert. Ja, richtig gehört. Ariane und Robert wollen heiraten. Damit wäre der Plan der Unternehmerin, endlich an die Fürstenhofanteile der Saalfelds zu kommen, am Ziel. Robert hat noch immer keine Ahnung, dass ihn seine Freundin für ihre Zwecke ausnutzt und denkt, dass sie ihn aufrichtig liebt. Schlimmer noch, sie intrigiert weiterhin mit aller Macht gegen Cornelia, der sie weismachte, Roberts Schwester zu sein. Nur Werner und Christoph haben das Spiel von Ariane durchschaut und versuchen verzweifelt, die Hochzeit zwischen ihr und Robert zu stoppen. Doch es scheint zu spät, denn Ariane und Robert stehen auf neuen Bildern vor dem Traualtar, bereit, sich ewige Treue zu schwören. Kann die Eheschließung noch aufgehalten werden? Oder wird Ariane zu Roberts Ehefrau Nummer 3? Vor allem für die Fans von Sturm der Liebe wäre das ein herber Schlag. Schließlich gehört Robert zu den absoluten Serienlieblingen. Wir sind schon gespannt, wie es in der Telenovela weitergeht. Schließlich kommt es ja in der Serie immer wieder zu unerwarteten Twists. Die Hochzeit und Verlobung könnt ihr ab Februar 2022 wie gewohnt um 15:10 Uhr in der ARD oder in der Mediathek schauen.